Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu bisher unserem sechsten Part von Redstone Verstehen. Im letzten Part haben wir einen Knopf zu einem Schalter gemacht. Klick. Heute werden wir das mal umdrehen, dass wir aus einem Hebel einen Knopf machen. Dafür muss der Hebel aber weiter weggesetzt werden. Und zwar 1, 2, 2 Blöcke, genau. Also eine bleibt weg und dann wird der hingesetzt. Dann benötigen wir das hier. Benötigen dann hier hinter dem 1, 2, 3. 1. Der Button. 1, 2, 1, 2. Und so leicht geht es. Nun haben wir nicht Folgendes geschaffen. Dadurch wird dann hierhin blocken, dass hierhin ein Block, darauf kommt ein Vergleicher, hierhin ein Trichter, da dran gucken, daran. So dass wir eine Schleife erzeugen. Ein Item unserer Wahl dort rein. Und dann mit dem betätigen. Ja, und so leicht geht's, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.